das ist doch nicht zu fassen. Kinder, was soll denn das? Das ist der einzige Tag, an dem wir mal ausschlafen können. Wow, also morgen seht ihr ganz schön fies aus. Habt ihr vor der Hochzeit auch schon so ausgesehen? Deine Mom schon. Tim, bitte, du riechst nach totem Tintenfisch. Was soll der Krach mitten in der Nacht? Wir haben euch ein leckeres Frühstück gemacht. Setzt euch! Was habt ihr angestellt? Gar nichts. Raus damit. Was habt ihr kaputt gemacht? Nichts. Habt ihr eine Katze rasiert? Nein, haben wir nicht. Mann, das ist für dich. Dad, das ist für dich. Ich verstehe. Hat das was damit zu tun, dass ich euch Tabasco ins Eis getan habe? Aber nicht doch, Vater. Das ist sehr lustig gewesen. Ja, das war's. Oh, was habe ich gelacht. Oh, da ist ein Hund im Garten. Raus da! Los, kratz die Kurve, du blöder Köter! Na, wird's bald! Los, zieh Leine! Also, ich habe keinen Hund gesehen. Er ist gerade durch die Büsche abgehauen. Ja, also, dann wollen wir mal. Mom? Wenn du erlaubst. Tja. Nur zu, Schatz. Schmeckt hervorragend. Wirklich? Ja, wirklich gut. Toll. Probier mal. Ja, Dad, hau rein! Ja, halt doch nicht mehr fest! Hilfe! Hilfe! Wie war's in der Schule? Spitze, die haben gesagt, diesmal fangen die Sommerferien im Februar an. Ja, und niemand muss mehr Hausaufgaben machen. Das ist schön. Und sonst? Randy tritt in der Talentshow auf. Psst, sei da still. Was? In einer Talentshow? Das ist ja klasse. Was wirst du machen? Singen? Steppen? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, Mom, ich will da als Bauchredner auftreten. Ach, wirklich? Ich liebe Bauchredner. Als ich noch jung war, habe ich sie mir dauernd in der Ed Sullivan Show angesehen. Bei wem? Nicht so wichtig. Du wirst süß aussehen mit so einer Puppe. Dann ist er endlich mit jemandem zusammen, der genauso groß ist. Ja, und der so eine hohle Birne hat wie du. Randy, du hast doch keinen blassen Schimmer, wie man mit dem Bauch redet. Ich lese was drüber. Weißt du, Brad, die verkaufen jetzt in der Stadt so neue Dinge, die heißen Bücher. Die sind wie Comics, aber ohne Bildchen. Oh. Hey, Schluss damit, Jungs, aufhören. Randy, ich bin stolz auf dich, weil du was Neues ausprobierst. Das finde ich toll. Hallo, ich bin da, Liebling. Du bist wirklich bescheuert. Danke. Hallo, Jungs. Alles klar? Randy tritt in der Schule als Bauchredner auf. Klasse. Und woher nimmst du den Holzkopf? Nein, 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 du bist schon vergeben. Soll ich dir einen schnitzen? Ich mach dir ein lebensechtes Kerlchen aus amerikanischer Kiefer. Kannst du das? Na klar, das ist genau mein Ding. Aber ich will nicht, dass die Puppe explodiert. Soll ich dir eine schnitzen oder nicht? Ja. Gut. Danke, Dad. Ist gebongt. Was ist denn das? Ein Partnerschaftstest. Ein Partnerschaftstest? Ja, damit Frauen rausfinden, ob sie ihre Beziehung mit dem richtigen Mann haben. Der Test kommt in die Ausgabe vom nächsten Monat zum Valentinstag. Das Partnerbarometer. Für mich brauchst du das nicht. Ich bin immer eitel Sonnenschein. Du bist eher eine Schlechtwetterfront.
Keine Panik, Hase, du hast gut abgeschnitten. Ich habe den Test auch gar nicht gemacht. Aber ich, Männer machen ihn nämlich nicht. Die Frauen machen den Test für die Männer. Ihr denkt euch einen Test aus und beantwortet eure eigenen Fragen. Sehr fair. Danke. Wer hat sich das ausgedacht? Ich und ungefähr noch 5 andere. Sind auch Männer dabei gewesen? Nein. Aber Aline und Vicky haben ausgesprochen maskuline Seiten. Wieder mal ein Test für Frauen, der zeigt, was für dumme Männer sie haben. Nein, es macht Spaß. Du kriegst Punkte. Verstehst du, für jede einzelne Antwort, die du antwortest. Na schön. Du kannst alles sein, vom strahlenden, charmanten Märchenprinzen bis hin zum Neandertaler. Und wie viele Punkte habe ich? 98? Ja. Von insgesamt 300. Na schön. Wenn Ihr Mann ein Küchengerät wäre, was für ein Gerät wäre er? Oh, das ist tiefsinnig, sehr tiefsinnig. Ich glaube, du wirst das sehr aufschlussreich finden, Tim. A. Ein Ofen, warm und selbstreinigend. Nein, bin ich nicht. B. Ein Müllschlucker frisst alles geräuschvoll in sich hinein. C. Ein Kühlschrank, äußerst kalt und das Licht geht niemals an. Das ist doch Blödsinn. Nein, lies erst mal, was ich für dich angekreuzt habe. Schau unter D. D. Ein Teekessel. Heiß und dampfend, in 2 Minuten fertig. Quatsch, ich bin kein Teekessel. Na ja, Hase, du pfeifst auch, wenn du fertig bist. Immer nur eine Schicht abtragen, Al. Gut. Al hat uns eben gezeigt, was man mit einer Drehbank alles machen kann. Was meinst du, wenn man mal knapp bei Kasse ist, könnte man damit auch ein Ding drehen? Nein, ich glaube nicht, Tim. So eine Drehbank ist ein erstaunliches Maschinchen. Sie können damit alle möglichen Sachen drehen, vom Tischbein bis zum Baseballschläger, wie zum Beispiel dieses prächtige Exemplar aus Esche. Oh, ich liebe Baseball. Schon als Kind war ich davon begeistert. Spielt uns mal ein bisschen Stadionatmosphäre rein. Zum Mond, was? Ein absoluter Profischlag. Hier, probier's auch mal, mein Freund. Na, mach schon. Mach schon, spiel! Und immer den Ball im Auge behalten. Fehlschlag, Al! Die hohen Schnellen sind schwierig. Probier's noch einmal. Na komm, mach schon. Der zweite Strike. Keine Panik, du schaffst es. Komm schon, Al. Das war's dann. Du bist raus. Vielleicht kann ich das Eisen noch aus dem Feuer holen. Klarer Homerun, mein Alter. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Mit einer Drehbank können Sie sich Ihren eigenen Schläger machen. Ja, und ihn dabei auf Ihren ganz persönlichen Griff abstimmen. So wissen Sie, dass Sie und der Schläger zusammenpassen. Anders die Frauen. Die brauchen erst mal einen Partnerschaftstest, um zu wissen, zu wem sie passen. Wenn mein Mann ein Haustier wäre, was für ein Haustier wäre er? Ich bin aber keines. Männer sind keine Haustiere. Bist du eins? Meine Mom nennt mich Hasilein. Danke, Al. Also, ihr wisst doch alle, ich hab recht. Wir brauchen doch keinen Test zu machen, um zu wissen, wen wir leiden können. Wenn wir eine Frau sehen, wollen wir mit ihr ins Bett gehen? Oder sie muss gut kochen können. Beschwerdebriefe schicken Sie bitte an Tooltime. Postfach 32. Jetzt haben wir genug gelacht. Lass gut sein, Al. Könnten wir wieder zum Thema kommen? Oh, ja, Entschuldigung. Ich glaube, die Zeit reicht nicht, um das hier fertig zu drehen. Zeig uns das Bein, das du vor der Sendung gedrechselt hast. Ein wunderbares Beispiel, was man alles aus Holz drechseln kann, hat Al hervorragend gemacht. Aber Al ist nicht der Einzige, der sowas kann. Ich habe vorher aus einem wunderbaren Stück Esche dieses Bein gedreht. Du hast die ganz gestohlen?
Deine Lippen haben sich bewegt. Ach, halt doch die Klappe. Da, eben schon wieder. Na, wie läuft's? Er ist ein Versager. Oh, Mark, er ist dein Bruder. Du solltest ihn lieber aufbauen. Er ist kein Versager. Doch, es stimmt. Siehst du? Man sieht, wie sich meine Lippen bewegen. Randy, du darfst nicht so hart zu dir sein. Edgar Bergen hat es auch nicht an einem Tag gelernt. Wer? Ach, übe einfach weiter. Tim? Wo hast Hallo, du Jungs. Steck? Du bist spät dran. Ich habe an einer wissenschaftlichen Studie gearbeitet. Oh, wirklich? Ja. Ich finde es nicht fair, dass Frauen dauernd Tests über Männer erfinden. Also habe ich einen Test über Frauen erfunden. Du meinst sowas wie mein Partnerbarometer? Ja, er heißt, ist ihr Leben grau oder flau wegen ihrer Frau? Welchen geistigen Überfliegern ist denn das eingefallen? Mir und ein paar Jungs im Studio, du kennst sie. Howie, Leroy, Moose. Moose? Ist das nicht der Bühnenarbeiter, der eine Harley und eine Tätowierung auf der Schulter hat? Ja, aber er hat stark ausgeprägte feminine Seiten. Wir haben eine Bewertungsskala erfunden. Sie reicht von Höhlensteinzeitfrau bis Pimperella, die Liebesgöttin. Pimperella, die Liebesgöttin? Ich nehme an, manche Kenntnisse sind für den Test nicht erforderlich. Das kannst du laut sagen. Also dann, nörgelt ihre Frau weniger oder mehr als 6-mal während deines Footballspiels? Mehr. Ich hab noch nie während deines Footballspiels Hey, ich mach den genörgelt. Test für dich, okay? Okay. Wie oft hat ihre Frau bei diesem Test genörgelt? Das ist doch reiner Schwachsinn. Das wären dann 2-mal. Jetzt zum wissenschaftlichen Teil. Wenn ihre Frau ein Teil einer Eishockey-Ausrüstung wäre, was wäre sie dann? Zeig das sofort her. Wenn ihre Frau ein Teil einer Eishockey-Ausrüstung wäre, wäre sie A, eine Torwartmaske, drahtig und total verschlossen. B, ein Schläger, lang, holzig und schlägt gern zu. C, ein Torwarthandschuh, solide, anschmiegsam und eine gute Haushälterin. Was hat denn ein Torwarthandschuh mit Hausarbeit zu tun? Hält den Kasten sauber. Ist doch klasse. Du bist bemitleidenswert. Lies das nächste. D, ein Suspensorium. Oft im Weg, aber im Grunde... Oh, ist das hilfreich. Und du liegst genau zwischen Torwart, Handschuh und Suspensorium. Oh, herzlichen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Tut mir leid, geliebtes Eheweib, aber zu mir hat es leider nicht gereicht. Nach meinem kleinen Test hier passen wir überhaupt nicht zusammen. Um das zu wissen, brauche ich keinen Test. Wie viele Punkte? 88. Von wie vielen? 7 Millionen. Ich fürchte, dann bin ich nicht Pimperella, die Liebesgöttin. Hä? Leider nein. Aber nur 10 Punkte mehr, dann wärst du schon Tina, die aufblasbare Gummipuppe. Okay, um den Buchstaben V ohne Lippenbewegung zu formen, husten Sie sachte und lassen ein weiches G folgen. Versuch mal Hi, Tante Vivian. Hi, Tante Vivian. Das war sehr gut. Siehst du, Mom, ich kann's einfach nicht. Und es ist doof, mit einem Kleiderbügel zu sprechen. Du solltest ihn nicht als Bügel betrachten. Du sollst ihn eben als echtes, lebendiges Wesen sehen. Am besten, wir geben ihm einen Namen. Wie wär's mit Bügel? Ein Bügel kann doch keinen Namen haben. Aber sicher kann er das. Gib her, lass mich mal. Okay, wir nennen das Kerlchen Spanky. Na, wie geht's denn, Spanky? Gut. Was ist dein Lieblingslied? Es knattert hier rüber im lauschenden Dach. Toll, Mann. Okay, du Schlauberger, du übst jetzt oben weiter, sonst gibt's kein Abendessen. Was gibt's denn, gegrillten Kleiderbügel? Tim, kannst du mir bitte nachher die Sachen aus der Reinigung holen? Ja. Danke. Oh, übrigens, als ich neulich gesagt habe, wir passen nicht zusammen, habe ich nur einen Spaß gemacht. Gut. Du hast auch Spaß gemacht, oder? Nein. Aber jetzt war es ein Spaß. Nein. Also, wenn wir nicht zusammenpassen, wieso ging es dann 14 Jahre lang gut? Tja, ich bin eine außergewöhnliche Frau und immer zu Kompromissen fähig. Moment, kurze Nachhilfe für verblüffte Ehemänner. Du machst hier die Kompromisse? Ja, wir machen doch immer, was du willst.
Das stimmt nicht. Doch, ich habe bei deinem Müsli-Truck-Rennen mitgemacht. Das heißt Monster-Truck, Monster. Ist doch egal. Ich war mal in der Oper mit dir. Ich musste in 3 Rambo-Filme. Wann waren wir das letzte Mal in einem europäischen Film? Waren wir nicht erst neulich in Le Robocop? Ich habe dir erlaubt, dieses hässliche Bild über dem Kamin aufzuhängen. Hässlich? Das ist der Monterey Grand Prix von 64. Er ist einmalig und eine Menge wert. Verkauf's und nagel da oben den Dollar hin. Oh, ich hab dir Bettwäsche mit den Köpfen berühmter Sportler geschenkt, aber du hast sie umgetauscht. Die will ich nicht. Weil ich nicht den Rest meines Lebens auf der Nase von Michael Schumacher schlafen will. Überleg's dir. Über den größten Kompromiss haben wir noch gar nicht geredet. Die Kinder. Aber wieso sind die ein Kompromiss? Du wolltest Jungs, ich wollte Mädchen. Ich hab dir Jungs geboren. Hey, Wilson, sind Sie da? Ja, ich bin hier, Tim. Haben Sie die Puppe für Randy schon bemalt? Mhm, fast. Ich muss sagen, die haben Sie ja wirklich wunderbar geschnitzt. Danke, Nachbar. Ich war schon immer ein großer Verehrer der Ventriloquisten. Der Begriff stammt ja von den lateinischen Worten Venter und Loqui. Das bedeutet aus dem Bauch heraus reden. Das mache ich immer nach mexikanischem Essen. Darf ich Sie mal was fragen? Immer frisch aus dem Bauch heraus, Nachbar. Jill hat so einen dummen Test gemacht. Mhm. Demnach würden wir nicht zusammenpassen. Ich weiß aber, dass wir uns lieben. Wieso sind wir noch zusammen, wenn wir so verschieden sind? Tja, Tim, das hat sehr viel mit der Einheit von Gegensätzen zu tun, mit Yin und Yang. Die beiden Pandas im Washingtoner Zoo? Nein, nein, Tim, die heißen Ling Ling und Sing Sing. Oh, Sing Sing. Ja. Ich spreche vom Paradoxen einer Beziehung. Und ein Paradoxon muss nicht unbedingt immer was Schlechtes sein. Ein Paradoxon muss nicht unbedingt immer was Schlechtes sein. Ja, so ist es. Ein Paradoxon schafft Spannung und Spannung ist Energie und Energie ist eine Kraft und wir alle leben mit dieser Kraft. Und das ist das Aufregende am Leben und an der Liebe. Können Sie mir folgen? Sie sagen, ein Paradoxon muss nicht unbedingt immer was Schlechtes sein. Sehr gut, Tim. Ich glaube, es war der berühmte André Maurois, der einmal gesagt hat, eine erfolgreiche Ehe ist wie ein Gebäude, das jeden Tag neu erbaut werden muss. Ja, das liegt mir. Bauen, Hammer, Hammer, Sex, Sex, Hammer. Das kommt, weil Sie einen Gebäudekomplex haben. Meine Güte, manchmal bin ich irrsinnig witzig. Also ich glaube, Maurois wollte damit sagen, dass zwischen Mann und Frau eine tiefe Kluft liegt und dass wir jeden Tag eine Brücke bauen sollten und zur anderen Seite hinübergehen müssen. Wäre Jill dann nicht auf meiner Seite und ich auf ihre? Nein, nein, Tim. In einer erfolgreichen Ehe treffen sich Mann und Frau immer in der Mitte. Hallo, Randy. Hallo, Mom. Was ist denn? Naja, meine Lehrerin hat zu mir gesagt, ich soll Bauch reden. Ich wollte Hi, Tante Vivian sagen und habe ihr ins Gesicht gehustet. Hi, Schatz. Hi, Randy. Nicht gucken, nicht gucken. Deine Puppe ist fertig. Ich würde sagen, da ist mir ein kleines Meisterwerk geglückt. Seid ihr bereit? Tada! Wow! Die ist wirklich toll, Dad. Das ist ja umwerfend. Großer Gott, die wirkt vielleicht echt. Da weiß man ja gar nicht, wer wer ist. Toll, ja? Wow, echt klasse, Dad. Aber ich bin leider überhaupt kein guter Bauchredner. Meine Lippen bewegen sich andauernd. Ich habe ihn so gebaut, dass du seinen Mund bewegen kannst. Das lenkt von dir ab. Also, okay, Tim Junior, sieh mich an. Was hältst du von mehr Power? Toll, das kann ich auch. Klar kannst du das auch. Geh mal rauf und üb ein bisschen, ja? Vor dem großen Spiegel an eurer Tür. Okay, danke, Dad. Hey, keine Frage. Tim, du hast dich selbst übertroffen. Ja, das soll vorkommen. Du, ich hab uns ein paar Videos und Pizza geholt. Moment, bevor du loslegst, ich hab nachgedacht. Gab's einen Anlass? Ich glaube, wir passen gut zusammen, obwohl wir nie auf der Nase von Michael Schumacher schlafen werden. Wieso passen wir zusammen? Weil wir gegensätzlich sind. Du und ich, wir sind Paradeochsen.
Und das muss nicht unbedingt immer was Schlechtes sein. Paradoxon. Ja, Ying und Yang. Die konnten nicht schwimmen durch diesen großen Fluss. Da haben sie eine Brücke gebaut, sich draufgesetzt und gemut. Eine Brücke. Hast du etwa eine Brücke gebaut? Nein, 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 nein. Versteh mich nicht falsch, es ist so, wir fangen jeden Tag neu an. Du erwählst mich, ich erwähl dich. Wir hängen also sozusagen aneinander. Ja, aber weißt du was, mit dir mache ich manchmal auch Kompromisse. Ich auch, Hase. Mir gefallen sogar langsam diese dummen, blutrünstigen Actionfilme. Ehrlich? Ja, wir könnten sogar über Schwarzenegger-Bettwäsche reden. Hasta la vista. Und weißt du was? Ich gehe gerne mit dir einkaufen. Wirklich? Ich kaufe unheimlich gern Reizwäsche. Also ich glaube, das behalten wir besser für uns. Ach, du hast gedacht, ich wollte... Ja, verstehe. Gut, Tim Junior. Also, jetzt spielen wir beide mal eine berühmte Szene aus den Godzilla-Filmen. Oh nein, Godzilla! Monster hinter dem Gebäude da! Komm endlich runter, Schatz. Du hast wirklich genug Zeit zum Üben gehabt. Weil er aussieht wie ich. Nein, ich meine meine. Oh, Jill Junior, entschuldige. Also? Also, Tim Junior, darf ich dir vorstellen, Jill Junior. Ah! Schicke Frisur, Holzkopf. Ist dein Gesicht Absicht oder war dein Schnitzer besoffen? Wieso siehst du mich nicht an, wenn du mit mir redest? Du taugst nichts als Bauchredner. Deine Lippen haben sich bewegt. Dann komm mal her. Ich zeig dir, wie Bauchreden in Frankreich geht. Ach ja. Ja. Willkommen zu Tooltime. Ich bin Tim Taylor, der Heimwerker-King. Sie kennen ja meinen Assistenten Al. Ich habe Al die falsche Jacke. Die Kameras laufen noch. 3, 2, 1. Willkommen zu Tooltime. Ich bin Tim Taylor, der Heimwerker-King. Sie kennen ja meinen Assistenten Al. Ich hab die... Ich kann das einfach nicht.